Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei PokéOne, dem MMO-Abenteuer hier auf dem Kanal. Ich habe gerade 50 Pokégold bekommen. Ich befinde mich mit meinem kleinen süßen Akani hier in einem Café in der wunderschönen Stadt Saffronia City, die wunderbare Musik spielt. Es regnet zwar, es ist gar nicht so schönes Wetter, aber hey, lange draußen bleiben müssen wir sowieso nicht, denn wir haben Sachen vor. Und zwar erstens, Tenox will battlen. Oh Gott, Alter. Okay. Was hast du für ein Average Level? Average 40. Nee, 24. Okay. Ja, machen wir. Ne? Allow Items, Match Levels. So, accept. Ja, denn einerseits wollen wir in die Arena und andererseits müssen wir noch die Sylph's Cove hier finden, ne? Alright. Leider habe ich keinen Zapdos dabei. Von daher schauen wir mal, wie das ausgehen wird. Aber in Ordnung. Ich gehe mal zu Gyarados. Gyarados wird ihn double bedrohen. Er hat nur 4 Pokémon. Ich habe 6 Pokémon. Warum kämpft er gegen mich? Ich dachte, der ist stärker, der Junge. Der hat doch genau... Der hat doch irgendwie Level 40er Pokémon oder so gehabt. Oder... Hä? Habe ich da was verpasst? I don't know. Auf jeden Fall, das ist gerade unser erstes Wi-Fi-Battle. Jemand hat uns herausgefordert vor der Sylph's Cove. So, Doppelbedroher. Switcht raus zu Dratini. Dratini Level 40. Interessant. Ich habe leider keine Eis-Pokémon. Aber ich habe Gabite. Dratini konnte nichts außer Drachenroutine. Von daher, gehen wir mal zu Arcanine. Oh, er könnte Naschweif haben, aber er geht niemals für Naschweif jetzt. Ich muss wieder anders denken, ne? Ich muss jetzt wieder competitive denken. Mann. Okay. Ich muss wieder competitive denken. So, Akani. Er wird niemals für Naschweif gehen, das wird resistiert. Wenn, dann geht er für ein Dragontail. Ja, sehr schön. Und wenn jetzt mein Drachen-Pokémon reinkommt, dann ist er am Arsch. Nope, Raichu kommt rein. Das ist nicht gut, denn er resistiert alles. Aber ich kann für Nuzzle gehen und ihn paralysieren. Ich glaube, ich paralysiere jetzt mal sein gesamtes Team. Ich dürfte outspeeden, ne? Trotz er Level 40 ist. Hier spielen offenbar Level-Unterschiede. Na, man hätte es anpassen können, ne? Stimmt. Man hätte es, glaube ich, anpassen können. Aber ist okay. Ist okay. Machen wir so ein Battle. Ich habe zwar leider meinen Zapdos auf Level 50 nicht dabei. Aber hey. So ist es. So. Digga, wie sieht's aus? Kommst du durch? So. Scoop. Und paralysieren. Oh, wow. Haha. Ja, da war ja was, ne? Da war ja was. Will ich Murkrow sacrificen? Ja, ich sacrifice mal Murkrow. Ich muss in ein besseres Pokémon reinkommen. Sein Dratini nervt. Ja, Murkrow zieht den Level-Dingens nach unten, ne? Ich kann Haste drücken. Eliminiert all seine Status-Moves, ne, wie Agilität und so. Ich habe leider noch keinen Eiszahn auf meinem Gyarados. Hätte ich gerne. So, Aqua Tail, Scoop. Jetzt gehen wir für Nightshade. Der Aqua Tail reicht halt nicht, ne, wegen dem Bedroher, ey. Das ist richtig traurig. Jetzt outspeed ich sogar und kann noch ein bisschen Damage machen. Ey, Murkrow, du hast einen richtig guten Job gemacht, Mann. Du hast einen richtig nicen Job gemacht. So, Gyarados, komm rein. Das Ding ist jetzt auf minus 2. Und jetzt gehe ich mal für den Biss. Na? Naschweif macht mir nichts. Dragon Tail ist immer als zweites dran. Oh, er hat Pikachu. Okay. Sehr schön. Denn jetzt kann ich mit meinem Drachen-Pokémon rein. Oh, natürlich kommt die Statik instant durch beim allerersten Mal. Ja gut. Gabite. Viel Spaß mit diesem Ding. Ich gehe jetzt für Dragonclaw. Na, du kannst von mir aus ruhig mit deinem Dratini reinkommen, wenn du es weggeballert haben willst von meinem Knarksel. Scoop und tschüss.
Ah, Statik. Ja, scheiße. Ich habe wieder nicht an die Statik gedacht. Goddammit, diese blöde Statik. Und jedes Mal aktiviert sie sich. Jedes einzelne Mal. Das ist zum Kotzen, Alter. Ja, Dratini, mit deiner Dragon Tail wirst du sowieso benachteiligt. Ne? Also deine Dragon Tail hat minus Prio. Und sogar ich mit meiner Paralyse bin schneller als du mit deiner Dragon Tail. Und was anderes kannst du, glaube ich, nicht haben. Dratini kann keine Drachenklaue haben. Du kannst maximal nass schweifen und das trifft mich neutral und ist kein Stab. Na. Ja, da kommt der Aqua Tail. Der macht gar nichts. Tschüss. Goodbye. Gibt es eigentlich auch EP, was wir hier gerade tun? Und EVs? Oder ist es einfach nur so for fun? Ja, ich glaube nicht, dass es EP gibt. Das wäre ja mega krass, ne? Das wäre übel. So, du kannst mir mit deinen Giftattacken gar nichts tun. Du bist kein, ich outspeede sogar. Du bist kein, Nidoking. Du hast keinen Eisstrahl und kein gar nichts. Keine Eispunch, kein Eisstrahl, kein whatever. Und tschüss. Hat er noch ein Pokémon? Ich glaube nicht, oder? Oh, er hatte noch seinen Glutexo. Okay. Ja, Dragon Claw dürfte reichen. Oh, interessant. Ich krieg die Fullpara. GG. Und nochmal Fullpara. Alter, also in diesem Match wurde ich krass weggeext, ne? Will ich einfach mal nur mal gesagt haben. So. Okay, dann kommen wir mit dem OG. Mit Raichu raus. Ja, der Junge hatte 4 Pokémon, ne? Warum kommt er mit 4 Pokémon? Verstehe ich nicht. So, paralysiert, jetzt kriegst du die Fullpara und jetzt wirst du mit von dem Elektroball annihilated, my boy. Ich meine, fucking Nuzlocke hätte schon gereicht. Elektroball hätte auch schon gereicht, aber ich wollte ihm nur mal noch eine Para drücken, Alter. Einfach so. Boop. Win a battle. Okay, wir haben keine EP bekommen, gar nichts. Aber, und meine Pokémon sind auch wieder geheilt. Das ist gut. Okay. Das ist fair. Get out of the way! I remember you, Mamoon. You beat really hard. Let me in, or I'll beat you hard again. Maybe I haven't seen you. Oh, what's that? I have to investigate that thing over there. Oh, shit. Ey, du, die kenn ich doch, man. Oh, du hast mich schon mal richtig heftig vermöbelt. Lass mich rein, oder ich werde dich nochmal vermöbeln. Weißt du was? Ich muss diesen Stein da untersuchen. Receptionist zu. Oh, okay. Wie viele Floors gibt's? About Teleport Technology, about Tele... Off to save your boss. A true hero! Mit seinem Akani, Alter. Nice. Ey, William! Überlass es mir! So. In welche Stockwerke können wir denn? Okay. Dann gehen wir direkt in den 11. Stock. Und da sind irgendwie böse Boys. Warte. Ich komme hier gar nicht rein, oder? Oh Mann, ey. Verstehe ich nicht. Natürlich, weil jede Firma auch auf, hier. Ne, jede Firma scheißt auf Treppen und Lifte. Teleporter sind the real deal. Aber dann trotzdem noch Dingens reinbauen. Ah, ich versteh's nicht. Egal, ich glaube, wir fangen mal von unten an. Alter, 11 Stockwerke? 11? Nicht 5 oder 6 oder so. Also nicht 3 oder 6 oder so, sondern fucking 11? Das ist doch insane. Ich glaube, hier kann ich pennen, oder? A nice warm bed. Okay. Sehr schön. Ich glaube, Gary war doch hier noch irgendwo unterwegs, oder? Team Rocket Enis. Ja, gegen die muss ich nicht unbedingt kämpfen, to be honest. Ich meine, Golbat und so würden noch ein paar gute Init-IVs geben, aber ey. Irgendwie. I don't know.
Was haben wir denn hier? Oh, eine Hyper Potion. Okay, und diese blöden Card Key Dinger. Okay. Ja, der will halt kämpfen, ne? No stop help? What? Will der wieder explodieren, der Junge? Nope, Electro Ball. Ja gut, das macht gar nichts, weil ich bin schneller. Ha, obviously. Scoop. Und tschüss. Weezing. Ja, komm. Feuerfang. Bam. Crit, Burn. Flinch. Crit, Burn, Flinch, Alter. Cringe. So nennt sich das jetzt. Normalerweise wäre es ein Cringe, aber jetzt kommt noch ein Burn dazu. Cringe. Ich habe ihn gerade gecringed. Please take this. Okay, dankeschön. Genau. Oh, das war eine TM. Ich dachte, du gibst mir jetzt einen Türöffner. 36 ist... Was? Sludge Bomb. Oh. Wow, Sludge Bomb ist gut. Matschbombe ist doch nice. Alter, das Kadabra hat sich aber auch krass hochgeportet, ne? Team Rocket Walled. Okay, hier drin kann man leider kein Fahrrad verwenden. Muss ich tatsächlich alle Leute hier drin besiegen, um irgendwelche Card Keys zu bekommen oder so? Das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Ha! Du suchst den Card Key? Denkst du, wir sind dumm? Er ist versteckt. Im Lager, was nah ist. Oh, scheiße. Okay. Ja, Brudi, ne? Mit deinem Arbok kommst du halt nicht so weit. Swallow. But it failed, okay. That's what she did! Ja, du kannst schon gerne swallowen kommen. Du kannst schon gerne lutschen kommen, ne? Gib mir jetzt den... Why am I such an idiot? Bruder, ich versteh's auch nicht. Ich kenn dich nicht mal, Mann. Du willst jetzt hier saugen. In einem Lager. Card Key 3. Was heißt 3? Ist es fürs dritte Stockwerk oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Oder ist es, gilt das jetzt für alles oder... Was weiß ich jetzt dann? Ich fand das früher schon immer so fucking verwirrend hier. Oh. Hä? Konnte ich die einfach aufmachen? Ich kann die einfach aufmachen. Okay. 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 Ich habe das Gefühl, ich verpasse mega viel, ne? Wenn ich hier einfach so rum... Porte... Ah, warte mal, hier... Nee. Da war ich doch, Mann, was jetzt geht... Okay, andersrum. Hier war ich, den Typen habe ich besiegt, der hat mir Sludge Bomb gegeben. Da muss ich rein. In dieses Ding hier. Scoop! Genau, und hier ist Gary. Und der Gary will wieder irgendwie Stress machen. Und der gibt mir einen Lapras oder so, ne? Hey, ich bin auch hier reingeschlichen. Tja. Alter. Pidgeotto! Ich versuche hier mal wirklich ein paar Pokémon zu leveln, weil gegen Taubos kämpft man nicht alle Tage, ne? Taubos gibt sehr viele Dingens. Wirbelwind. Perfekt, Bruder. Das ist awesome. Sehr schön. Agilität. Nuzzle. That bitch. Sehr schön. Was kommt jetzt? Ein Simsala. Okay, das Ding nassel ich mal. Reflect. Okay, ich gehe zu Arcanine, wobei... Simsala gibt sowieso Spez-Attack. Von daher brauche ich es gar nicht. Aber es gibt halt viele EP, ne? Gehen wir mal noch zu Gyarados.
Ich hoffe, da kommt jetzt nicht mit einem Donnerblitz oder so. Oh, er recovered. Okay. Soll ich mal bis paraflinchen? Okay, das hat nicht viel gemacht, wegen Reflektor. Gehen wir zu dem Great Gabite raus. Oh, Psycho-Cut. Das ist ein physisches Simsala, Alter. Was ist das denn für ein komisches Ding? So, Reflektor ist weg. Das Ding ist instant tot. Growlithe. Okay. Ja, ich switche jetzt echt ein bisschen rum, Leute. Es tut mir leid, aber die Pokémon geben wahrscheinlich mega gute EP. Na, wenn ich alle Pokémon hier rein switche, dann ist es wahrscheinlich ganz gut. Hey, guck mal, dein Papa ist hier. Flameburst. Take down. Flame Wing. Okay. Der Junge hat einfach fucking Flammenwurf, Alter. Alles klar. Und er ist auf 38. Ich bin auf 33. Will ich nur gesagt haben. Finde ich witzig. So, Execute könnte ich auch so exekutieren. Ha! Got him! Aber ich will, wie gesagt, noch ein paar EP mehr mit all meinen Pokémon. Confusion. Ja, die Drachenklaue reicht natürlich nicht. Poison Powder. Aber jetzt. Scoop. Digga, wenn wir nicht 5000 EP bekommen pro Kopf, ey, dann bin ich enttäuscht. Oh, Blastoise. Ha. Gehen wir raus zu Gyarados. Was macht der? Waterpulse. Okay, ist nicht sehr effektiv. Jetzt wird er wahrscheinlich auf was anderes gehen. Außer auf den resistierten Waterpulse. Skullbash, ja. Er ist auf minus 2. Der Skullbash wird Raichu nicht mehr viel machen. Er wird wahrscheinlich sogar die Statik fressen. Alter, der Junge ist auf 40, ne? Nur mal gesagt haben. Alter, auf minus 2, ne? Statik, boom, paralysiert, Elektroball. Ich bin 10-mal schneller als dieses Blastoise und das ist ein One-Shot-Kyo. Und da kannst du mit deinem Ding protecten, so krass du willst. Alter, schon wieder? Wird das jetzt ein Ding? Kriegst du vielleicht mal eine Full-Para oder so? Wär mal was, ne? Scoop und tschüss. 113, Alter. Boah, das wird EP des Todes geben, glaube ich. Okay, da ist ein bisschen underwhelming. 3000? Aber ist okay. Ist okay. Extreme Speed! Nice! Takedown! Tschüss! Verpiss dich! Das ist die krasseste Prio. Macht fast gleich viel Damage und keinen Rückstoß. I gotta get out of here and train more. So. Irgendwo war hier doch noch ein Typ, der uns einen Lapras geben wollte. Oder nicht? Der scheint irgendwie nicht mehr hier zu sein. Okay. Scoopa-di-ba-da-bam. Da oben sind schon die Dinger. Die Team Rocket-Fuzzis. Interessant. Interessant. Wir haben gerade das gesamte Gebäude eigentlich übersprungen, ne? Es gibt 11 Stockwerke, Leute. 11! 11 Stockwerke! Aber irgendwie juckt uns das gerade nicht, ne? Ey, Gyarados ist viel zu schwach. Gyarados ist viel zu schwach, Alter. Boah. Ich brauche 5-mal Biss für ein Cubone. Holy shit. God diggity damn. Ja, Gyarados resistiert die, immunisiert die Bodenattacken, die Arcani treffen würden. Die Stein- und Elektroattacken, die das Ding wiederum effektiv treffen würden, resistiert und immunisiert Gabite, also Knackrack.
Eisattacken, die Gabite sehr effektiv treffen würden, werden wiederum von Akani weggesnitcht. Es ist mega krass, ne? Nee, ich bleib hier nicht drin. I don't stay in here, boy. Alter, Murkrow ist 22. Headbutt. Ich gehe mal auf Pursuit. Das ist Stab, sehr effektiv. Crit macht einiges in Damage, Alter. Psybeam? Bro! Okay, also die. Ich gehe definitiv nicht davon aus, dass irgendwie die NPCs irgendwie nachdenken, weil. Das war gerade echt irgendwie. I don't know, man. So, das Ding ist tot. Und nochmal so ein Ding. Oh, Marowak diesmal. Okay. Gehen wir mal zu Garados. Vielleicht muss ich nochmal heilen vor dem Kampf. Focus Energy. Gehen wir mal zu Glurak. Alter, Glurak ist immer noch auf 36, ne? Immer noch da, wo es entwickelt wurde, aber es ist immer noch massiv höher als zum Beispiel Garados. Das ist schon heftig. So, wir gehen für Flame Burst. Scoop! Bone Meringue. Ja, juckt nicht. Und nochmal. Scoop! Okay. Next time I'll win. Ich bin mir nicht sicher, Bruder. Ich besiege die Olle noch und dann gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Pichotto! Firefang. Wenn das auf 25, wobei ich bin auch... Oh, es reicht! Wow! Warte mal, Akani ist 34 mittlerweile? Wow. Ja, stimmt. Es war, ja, ich bin in Trottel. Ich habe gerade das Level von Garados und von dem hier verwechselt. Das ist Stab, kein Bedroh drauf. Das ist schlecht, aber ey, das reicht trotzdem. Pichetto! Zubat. Swift. Da ist er wieder. Taylor the Swift. Air Cutter. Der Aircutter, der schneidet die ganzen Videos von mir, ne? Das ist mein Background-Man, den bezahle ich, den lieben Aircutter. Ah, komm. Ja, wir müssen sowieso heilen. Wir sind sowas von am Arsch. So, sehr schön. Ja, ich denke, das machen wir noch. Heute den Giovanni. Twister. Ja, komm, gegen den Scheiß hier. Sehr schön. Okay, lass mich kurz überlegen. Hier lang und da waren dann die Betten, ne? Wobei, die Betten waren hier. Ja, ich würde halt den Place hier gerne noch nach irgendwelchen Items untersuchen, aber irgendwie will ich auch nicht meine Zeit und eure Zeit damit verschwenden, hier irgendwie großartig rumzuballern. Wo waren die blöden Betten, Alter? Das kann doch nicht sein. Das kann doch überhaupt nicht sein. Fabrinio schreibt. Hallöchen, Fabrinio. Wo waren die Betten? Oh, und ich renne genau in den Typen rein. Wow, dein Ernst. Ich will doch nur meine Pokémon heilen. Die sind alle vergiftet und sonst noch was. So, Intimidate. Ich dürfte outspeeden, oder? Ja, danke. Das reicht tatsächlich nicht. Das ist gut. Zwei Init-EVs mehr. Sehr schön. Drowsy.
Okay, oh, das reicht. Wow. Und was hat er noch? Hypno. GG. So, Scoop. Flinch. Nope, Poison Gas. Oh, das könnte vielleicht... Oh, aber das reicht tatsächlich. Wow. Holy shit. Outspeed ich mit Garados? Kann ich mit einem Biss den Jungen wegflexen? Das wäre nice. Ja, ich outspeede. Und das war's. Boop, tschüss. Sehr gut. So. Wo zum Teufel sind die Betten? Ich will in dieser Firma schlafen jetzt. Hier, danke. Ah, Lil, ich hätte nur hier lang müssen, ne? Ja, ich trottel. Ich dachte mir noch gleich, ich sollte am besten wohl da rein, aber irgendwie... Irgendwie war ich dumm. So, sehr schön. Und jetzt sind wir voll geheilt, wieder hier. Wahrscheinlich wird es ein Triple Battle geben, das heißt Garados in die Mitte. Dann haben wir nämlich auf einer Seite Double Bedrohung und auf der anderen einfach Bedrohung. Sehr schön. Giovanni und Jesse und James. Du, schon wieder. Oh, wir haben gerade die ganze Sales Company übernommen. Wo ist eigentlich die Polizei, Alter? Ich check's nicht. In der Stadt alle. Oh, Team Rocket, Team Rocket. Prepare for trouble, make it double. Ja, ja. Haltet euer Mull, Alter. Let's go. Let's go, battle. Miau, genau. Der letzte Kampf gegen Giovanni, soweit ich weiß. Sehr gut. Double Bedroher. GG. Ich gehe mal auf einen Firefang auf Nidorino. Schade, dass ich keine Wasserattacke habe, sonst würde ich irgendwie gerne mal dieses Rihorn zersplashen, Alter. Mit dem Ding muss ich switchen. Ja, ich muss Schaufel einsetzen. Oder so. Toxic Spikes, Lil, okay. Drill Run, oh my goodness, zum Glück war, ist der... Ey Leute, der, ne, das hätte doppelt so viel Damage gemacht, wäre der nicht doppelt bedroht worden gerade. Nidorino wird gekillt. Wie viel Stärke hat das Ding? 35. Ne, ich muss Schaufel einsetzen. Und Mauzi reicht leider nicht, ne, der Biss. Goddammit. Auf jeden Fall, das war's mit Nidorino. Alter, hör mal auf mit Drill Run jetzt hier. Goddammit. Er könnte halt Sturdy haben, ne? Aber wenn das halt so ist, dann ist es halt so. Da kann man nicht wirklich viel machen. So. Machen wir mal Mauzi kaputt. Firefang. Boop. Crit. Wow, das war ein One-Shot, Alter. Holy damn. Und das gibt schöne Init-IVs. Das gibt super schöne Init-IVs. Für alle. Aus dem Team. So. Chip away. Ja, das juckt mich nicht. Oh, Kangaskhan. Könnte ein Problem werden, ne? Das Ding habe ich nämlich nicht, nicht mit Bedroher geschwächt. Okay, Firefang auf Nidoqueen. Mit dem outspeede ich den, gehe für eine Dragonclaw und hier gehe ich für einen Biss oder so. Und danach, gehen wir alle samt auf Kangaskhan. Scoop! Rhyhorn ist tot. Crunch, oh my goodness. Und Chip away. Meine Frage ist, bekomme ich die ganzen EPs noch? Bekomme ich die ganzen EP noch?
Ich wünschte ja, Firefang mit dem Ding switche ich mal raus zu Charizard und mit dem Ding switche ich mal raus zu Raichu. Wir haben ja die EP, wir haben ja die EVs. Toxic Spikes trifft nicht auf Charizard. Leider auf Raichu, aber das ist okay. Ich habe halt keinen Bock, die Pokémon hier noch sterben zu lassen. Crunch ist okay. Wird gestatust. Das andere Ding wurde geflincht. Perfekt! So, nochmal Firefang auf das Teil. Jetzt kann ich Flame Burst machen, denn dann wird Nidoqueen ebenfalls getroffen. Beziehungsweise Kangaskhan wird ebenfalls getroffen. Und ich gehe auf. Nö, nicht auf Nuzzle, sondern auf Elektroball. Denn das macht jetzt massiven Damage. Scoop! Firefang. Oh wow, ich habe verfehlt. Geil. So, Flame Burst trifft Nidoqueen und trifft auch noch ein bisschen Kangaskhan. Mega Punch, Alter. Und Raichu stirbt instant. Dann gehen wir zu Murkrow. Der bekommt dann auch noch ein paar EP. Helping Hand auf Glurak. Glurak geht auf Flame Burst und zwar auf Kangaskhan. Denn das wird beide killen. Helping Hand, Scoop. Flame Burst, Scoop. Tot. Und das Ding tankt auch noch 6 Damage, weil es den Benachbarten auch noch damaged. Und das war's mit den beiden Pokémon. Und wir gewinnen. Sehr schön. Nice. Und wir konnten alle Pokémon behalten. Somit haben wir sehr viele EP bekommen. Raichu ist leider gestorben, deswegen hat es gar keine EP bekommen. Aber okay. Schon wieder besiegt worden? Nö. Tja. So läuft das eben, Giovanni. So läuft das mit uns. Alright. Schauen wir mal, was wir da noch für EVs verteilen können. Boah, Digga, das sind aber ein paar, ne? 103 und Angriffs-EVs. 95, 93, 96, 94, okay. Auch bei Gyarados können wir noch ein paar verteilen. Ich finde dieses EV-Verteilungssystem um einiges besser als das aus dem richtigen Pokémon-Spiel. Das muss ich jetzt sagen. Lalalala. Wow, der Junge hat einen Shiny Simsala, Alter. Holy shit. So, ich glaube, von dem Typen bekommt man den Meisterball. Yeah, okay. Super. Alright, meine Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Im nächsten Part werden wir uns noch die Arena vorknüpfen. Und im übernächsten Part gibt's noch eine Arena, also Fuchsania und Saffronia City. Lasst einen Daumen da, wenn euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten. Haut rein, meine Freunde, und bis bald. Danke fürs Zusehen.